So, wo war ich denn heute Mittag stehen geblieben? Ich habe ein paar Zauber gelungen. Ich muss. Ah, die Nettie muss ich in der Nähe des Eingangs treffen, aber eigentlich. Rebellion. Beim Ton passt das nicht gerade. Man hört. Also, nee. Ich bin. Bitte? Ja, nee, passt nicht. Hab den Stimmen gehört und höre nur was. Wie, du hörst nur was? Was denn alles? Ich hab deine Stimme über dein Mikrofon gehört gehabt und hab gedacht, das ist nur. Ja, passt noch. Sorry. Nee, hier war ich schon, hier war ich schon, okay. Ja. So, ja, wie gesagt, diesen Part mal ein bisschen so als Twitch-Aufnahme, YouTube-Aufnahme-Stream. Revelio. Wer ist denn da jetzt gerade ver. Nee. Kann ich nicht mit der Kleinen hier sprechen? Warum sitzt du da auf dem Boden? Ist es nicht kalt? Ich sehe echt komisch aus. Ich sehe aus wie so, ja, zusammengewürfelt. Dieses Rätsel verstehe ich nicht. 17, 21. Ich kann es nicht öffnen. Das kann ich wechseln, aber ich verstehe den tieferen Sinn dahinter nicht. Revision. Muss ich nochmal nachgucken. Ich muss auf jeden Fall in Dingsbums. Ich muss mit der Nettie ins Dorf, um Butterbier zu trinken. Ich finde allein den Namen schon eklig. Ich weiß halt nicht, was das hier sein soll. Butterbier. Ist das wirklich so ein Getränk aus Butter? Pfui. Weißt du was? Ich lasse mich dann einfach. Ah, ich kann auch einfach die Markierung am Weg folgen. Es gibt Rezepte dafür im Internet. Oh, wei, oh, wei. Ist das so eine Art, irgendwie so ein Süßgetränk oder was? Was? Revelio. Habe ich gerade geprügelt? Okay, ich mag die Jungs, okay. Wo gibt's denn hier was zu entdecken? Bin ich umsonst. Es war Butter drin, aber nicht allzu viel. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich würde da jetzt auch nicht unbedingt freiwillig flüssige Butter trinken. Ich muss den Chat hier woanders dahin stecken. Ich kann es kaum erwarten, dass meine Schwestern Hogwarts besuchen. Dann schicken sie die Eulen nach Hause. Unsere Eule wird langsam alt. Die Hälfte aller Briefe landet im Teich. Ich werde nervös, wenn die Eulen in die große Halle fliegen. Ah, da ist die Nettie. Hallo, suchst du nach mir? Will zwar nichts sagen, aber ich glaube, der Ritter hat einen Baum. Revelio. Einen Baum vom Kopf. Milch, Butter, Zimt, Zucker, Sahne, Malz, Malzbier. Und Puderzucker. Der Rest hört sich ja nach einem richtig leckeren Milchgetränk an, aber. Da schwebt ein Blub. Ah, ist aber cool, dass der von selbst Sie können zielt. Sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ich finde die super, die ist lieb. Die hat immer so eine interessante Stimme. Einfach so eine Stimme, die einfach nett ist. Rebellion. Kaputter Besen. Ist das ein kaputter Besen? Okay. Da muss ich was aufmachen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hier kann man ganz viele Sachen sammeln. Wie es scheint. Was mir persönlich eigentlich ganz gut gefällt. Revelio.
jetzt zum... Ah, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal mit der Schrapnelle zum Dorf. So, Nettie. Hoffentlich wartest du noch nicht lange. Ich finde diese Stimme komisch. Professor Warum Weasley hat die so eine sagte, komische Blechstimme? Oh, ich verstehe es nicht. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Ich habe die höchste männliche Stimme genommen, die mir eigentlich ganz, ich freue mich schon darauf. Ganz gefällt, aber hier sollen ist es echt komisch. Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Hört ihr das auch? So, vielleicht sollte das jetzt besser sein. Und ja, ihr habt euch selbst überhört. Ich habe vergessen, den Knopf runterzudrücken. Ich Vollidiot. Von der Leistung her geht's eigentlich. Wir sind bei 90, 80 FPS. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Okay. Also wolltest du sowieso mit mir ausgehen? Das ist gut, Mädel. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Wenn ich die... Ach, hier. Ah, schade. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Ja, weil es kalt ist. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Na dann. Gut. Oh, warte, da drüben. Blumen! Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Hörst du doch. Interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Okay, das ist lustig. Also hier kann ich Zeug sammeln. Akir, Delioso, Repar. Lumos. Okay. Da gibt's auch noch was. Mondstein! Yay! Flieg und Sieg! Interessant. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Okay. Haubenhüpfende Giftpilze. Hast du Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon nah. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ja, das ist doch hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Also dafür, dass ich mit den Büchern nichts anfangen kann, die Filme auch nur vage geguckt habe. Ich glaube, bis zu Teil 5 oder Teil 6 habe ich geguckt. Ich habe keine Ahnung. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Ich finde die Stimme von ihm auch neu hier. Komisch. Was hat sie gesagt? Hört sich an, als hätte der deutsche, die deutsche Synchrosprecher ist irgendwie natürlich mit einem ganz billigen... Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Alter, gibt dem Pferd mehr zu fressen. Es hört sich halt so an, als hätten sie irgendwie so ein 50-Euro-Headset genommen und der Typ hätte dann einfach die Stimme reingesetzt.
Oder die hätten einfach so eine Mixstimme genommen, wo sie einfach nochmal eine helle Stimme drüber gepatcht hätten. Na, ihr zwei Turteltäubchen. Er frisst lieber Gummibärchen, als mit der alten rumzumachen, und die ist sichtlich enttäuscht. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Du hast beim Sportspiel gecheatet. So neu und fremd. Du hast bei dem Sportspiel gecheatet. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hallo Katze. Hoffentlich wird es das auch für dich. Miau, miau. Miau, miau. Ob man die Katze abschießen kann? War das gemein? Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oni. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Will doch nichts sagen, aber der scheint ein bisschen... Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Okay, das haben wir nicht also automatisch. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Du willst doch nur mit mir am Fluss flirten. Sei doch wenigstens ehrlich. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Mir wurde gesagt, ich soll einen Zauberstab kriegen. Ich habe immer noch diesen Leihstab. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst. Und hört sich so falsch an. Um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Im letzten... Viel Spaß! Wir sehen uns später. Alles klar. Im letzten Dingsbums, im letzten Part hatten wir einfach diesen, wie heißt's? Hatten wir einfach den Club der kreuzenden Stäbe. Finde ich immer noch lustig. Von Merlin prächtigem Bau. Nicht schon wieder. Was denn jetzt schon wieder? Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Boah, weißt du, wer ich bin? Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Was? Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab. Warum habe ich so das Gefühl, dass Sie mich alle wie Harry Potter behandeln? Nein, 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 du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen.
Ich will aber 20 Zoller hier. Probieren Sie den. Ja, mal ein ordentliches, langes Ding. Na los, schwenken Sie. Hm, seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Gut. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden. Gib mir die dicke Rute, so dick wie ein Arm. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Was zum Geier? Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Und was ist das? Das ist festes Schamhaar. Krummspirale Dunkelgrau, Phönixfeder, ziemlich biegsam. Ja, ist okay. Warte mal. Zauberstabfertigkeit. Okay, habe ich keinen neuen Zauberstabstil. Faszinierend. Das sieht aus, als würde man damit das ein oder andere Hintertürchen kitzeln. Wirklich interessant. Okay, der könnte interessant sein. Oder der hier, so ein bisschen bulkiger. Faszinierend. Nimm ich den. Nein, stopp. Holzart, Weißdorn, Buche, Lorbeer, Kiefer, Rotholz. Wirklich interessant. Nimm ich Eibe. Nein, komm schon. Elastisch, spröde, solide, starr, unnachgiebig. Was haben wir hier? Sehr biegsam. Faszinierend. Machen wir normal. Ziemlich biegsam. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Einhornhaar, Phönixfeder und Drachenherzfaser. Mächtige Magie, beständige Magie. Eine große Bandbreite. Also das bedeutet, hier kannst du wahrscheinlich nicht so viel, aber dafür richtig mächtig. Das ist gut ausbalanciert. Und der kann von allem so ein bisschen. Nimm es Einhorn, komm. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Was meinen Sie? Ja, der wird schon sein. Wir machen die Einstellung ja nicht umsonst. Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Weiß zwar nicht, was mit meinem Mantel los ist, aber das sah interessant aus. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Das hätte anders. Mir jemand die Prostata massiert. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte okay. Ihn unbedingt ausprobieren. Sehr gern. Wenn jetzt Sie ziehen wir ein paar Schülerinnen aus. Gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Boah, ich würde und so gern. Die Verbindung zu Ihrem Zauberstab. Ich würde so gern so einen schlüpfrigen Harry Potter, so eine schlüpfrige Harry Potter Parodie drehen. Ihres Zauberstabs Ihre Absicht zu erahnen, vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie die Stimme nicht von dem Spacken nicht klar. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Alles klar, alter Mann, mach's gut. So. Kräuterkunde ist ja ganz interessant. Was muss ich denn alles noch? Sportlerbedarf, das habe ich gemacht.
Lockenpodium. Scherzartikelladen. Die drei Besen. Zaubertränke. Sah jetzt ein bisschen ulkig aus, wie er gerannt ist. Bei aller Liebe. Willkommen bei J. Pippins. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Mit dem Unsichtbarkeitszauber, das ist in der Mädchenbusche mich verstecken kann. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, also dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte. Das sagt mir komischerweise jeder Einzelhandel. Sagt, komm vorbei, ich habe immer neue Waren. Wie kann ich heute behilflich sein? Etwas, was ich kaufen muss. Natürlich kostet das nichts. Warum muss ich so lange den A-Knopf drücken? Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Maxima-Tränke, ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit erhöht. Okay. Ah, Gegenstände verkaufen. 500 habe ich. Ich würde den Kram erstmal verlassen, weil ich noch nicht weiß, was ich davon brauche. Reveal. Mich da runter. Schwarze Lederhandschuhe. Habe ich die nicht schon? Ausrüstung. Ja. Habe ich doch. Ich brauche aber Level 7 dafür. Verstehe. Okay. Okay. Reveglio. So. Lass mich raten, das ist doch wieder so eine komische Truhe, die sich dann verschließt, wenn sie mich sieht. Das habe ich mir schon gedacht. Guckt immer so böse. Ich will auch so eine Truhe haben, die mich so böse anguckt. Stell dir mal vor, du bist dann wirklich so, keine Ahnung, so. Was ist so ein Typ, der einfach bei dir einbrechen will? Dann guck dich die Truhe einfach böse an. Reveglio. Hier flattert's doch. Ach hier. Lumos. Levioso. Das hier keinen stört. Ich hab keine Ahnung. Reveglio.
Lebt das Schwein? Okay, das ist lustig. Ist interessant, dass sich keiner darum beschwert, dass ich einfach durchs Hintertürchen reingekommen bin. Lumos. Ist da wieder so ein komischer Flattermann unterwegs. Rebellion. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da war ich. Da war ich. Wälzer und Schriftrollen. Was brauche ich denn überhaupt? Aufträge. Wälzer und Schriftrollen, die magische Rübe. Okay, 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 okay. Karte, 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 Karte. Dann würde ich sagen, magische Wälzer. Und was haben wir hier? Schnabel und Brut. Tierwesenbedarf. Da werden wir wahrscheinlich noch später... Wir müssen jetzt hier hin und dann... Die drei Besen, glaube ich. Oder? Smicklins Lockenporium. What the heck? Magische Rübe. Ach, geh ich doch gleich mal da hin. Das ist ein bisschen näher. Wir sind Stufe 6. Ich kann aber keine Skillpunkte benutzen. Rebellion. Kann man natürlich jetzt alles durchlesen, wer Bock hat. Hallo Karnickel, ihr landet alle mal auf meinem Teller. Das ist wieder so eine große Truhe, die sich verschließt, sobald ich reinkomme. Oder ich komme da nicht rein, ich weiß es nicht. Man muss hier über die Brücke... Du. Hallo. Oh, guten Tag. Hallo, Timothy. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Immer. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt werden. Ja, passt schon. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber ich züchte Samen, alle selbst. Da fragen wir das mal nicht, okay? Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Nehme ich immer mit. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Weil habe ich Sagen Sie nichts. Sie suchen was Ich will Neues. Nicht mit dir sprechen, du alter Sack. Das nehme ich mit. Dass hier überall Geld rumliegt und ich das einfach mitnehmen kann und es kein Arsch interessiert. Das ist mal so typisch RPG. Wälzer und Dingsbums. Warte mal, der ist doch unten am Eingang, ne? Diese Laufanimation. Ich sag dazu einfach nichts. Wir lassen es einfach mal so lustig stehen, wie es ist. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie eine Seitengasse? Wo leicht bekleidete Zauberinnen ihre Dienste für ein paar wenige Krötenaugen hergeben? Nein! Okay. War ein Witz. So. Können Sie keine Hunde geben? Ein neugieriger Geist. Immer. Verzeihung, Sir.
Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Na dann. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, aber nicht, dass es zu Missverständnissen kommt, wenn er sagt, ich soll zwei Melonen beschaffen und ich dann eine olle Ische mit zwei richtigen, dicken Melonen wie eigene erschaffe, dann... Aber ich überlasse Professor Weasley. Habe ich ja theoretisch Melonen erschaffen. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Hat keiner gesagt, dass ich das Obst machen soll. Und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Wenn man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, was haben wir denn hier? Kleine Tränkestation. Ja, kostet natürlich gar nichts, ist normal. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Spielzeugkiste, Schneidestation. Also hier kann man natürlich ganz viel basteln. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Jetzt wird erstmal ein Bier getrunken. Nati. Wo ist denn die Alte hier? Also muss man nochmal einen guten Schluck ausgeben hier. Wie verschlossen. Was macht die Alte denn da oben? Akku. Okay, das läuft so gut mit den Zaubern. Besser als gedacht. Hier liegt wieder Geld rum. Dann können sich das Geld wahrscheinlich alle herzaubern lassen. Es nur hier liegen. Damit ich nicht auf die Idee komme, gegebenenfalls mir selbst Geld zu zaubern. Und ich eigentlich ein armer Schlucker bleibe. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA, Start Select. Schade, hat nichts gebracht. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Toll, das war eine dumme Idee. Geier ist hier los. Wie? Protego funktioniert nicht. Natürlich raten, ist irgendwas Besonderes. Holy!
Natürlich ein Finisher, muss ja sein. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Okay. Reparo. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Mal sehen, was er will. Na also, so geht's wieder. Ja gut, viel hat der alle jetzt nicht kaputt gemacht, ne? Aber gefällt mir. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Repar! Kann man mal machen. Das war's. Rebellion. Hier ist noch was. So, hier gibt es auch noch was. Oder ist das eher so ein Flammenport? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Die ist lieb. Ich finde die Stimme super. Die macht einfach herrlich. So, er wird mir jetzt nicht die Mühe geben und den ganzen Shit suchen. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ja, so gut. Was ist da? Warum komme ich da nicht hin? Wahrscheinlich von außen. Ihr habt über mich gesprochen. Besenknechts Puppe. Ja. Okay. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill. Du, Kleiderhändler der Augustus Hill und nicht Augustus. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten, lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. Kein Problem. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Oha. Ich hab's nur gekauft. Heißt nicht, dass ich's... Ja, ist ja gut. So... Wähle Platz für Mäntel und Umhänge. Ah ja. Plus 11, Offensive, Verteidigung, okay. Das ist jetzt die Frage, ne? Außergewöhnlich, keine Eigenschaft angewandt. Aber ich kann Eigenschaften verbessern.
probiere ich doch mal. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Das hört sich so widerlich an. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände. Ja, das weiß ich. Alles gut, alter Mann. Will mal was gucken. So, Zaubermäntel. Aber ich habe da was anderes gekauft. Was zum Geier? Dieser Hut, einfach nein. Bei aller Liebe. Bitte nicht. Aber ich habe doch eigentlich was anderes gekauft. Wo ist mein Kackmantel? Nee. Verbesserung nicht möglich. Verkaufswert. Der ist besser, weil da ein Platz drin ist. Aber ich kann da nichts einfügen. Ich hinterfrag's mal nicht, okay? Kein Besen, kein Flugtier. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ich besuche Händler, um Ausrüstung zu verkaufen. Das mache ich auch gleich mal. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Mit silbernem Gestell. Alle mit goldenem Gestell. Jetzt habe ich all meine Sachen verkauft und bin nachher dann laufend komplett nackig rum. Kann man auch mal machen. Ich bin der nackte Zauberer, der zwei Zauberstäbe schwingt. Wenn das nicht zu voll ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe.